Moin, moin, meine Lieben, hier sind wieder eure LL22 Friends. Ja, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's allen gut und wir haben alles soweit gemacht. Ja, ich sitze hier in meinem Auto schon und hatte jetzt gleich mal vorne Routine, weil ich habe eben irgendwie die Feuerwehr gehört, aber keine Ahnung. Müsste ich vielleicht mal gucken fahren, ob wir da irgendwas haben. Oh, das halte ich fest. Ich hänge fest. Ich habe zu doof geschoben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Immer dieser Räumdienst hier. Ach, das hat der gute Olaf. Der hat Moin, Anstand. moin. Was ist denn los? Keine Ahnung. Ich habe irgendwie nur gesehen, dass die Feuerwehr hoch zu Matthias gefahren ist. Ich wollte jetzt mal als Polizei mal hinterher. Keine Ahnung, was da los ist. Ich wollte es mal gucken fahren. Ja, gehen wir mal Weißt gucken, hä? du? Ja, deswegen. Also ich fahre mal vor. Ich bin echt Okay. schneller im Blaulicht. Und dann gucken wir mal. So, auf geht's. Dann fahren wir mal gucken, ihr Lieben. Ja, also wie gesagt, wir hatten die Feuerwehr hier gehört. Keine Ahnung, was jetzt hier passiert ist. Aber ich weiß ja, dass sie jetzt hoch zum Matthias gefahren sind auf dem Hof. Und ich glaube, wir dürfen jetzt gleich erstmal die Straße absperren. Oh Gott, ja. Den Rauch bilden wir uns jetzt mal gerade ein auf dem Server. Kann man leider nicht machen. Aber was ist hier Ja, los? das mache ich. Ich sperre mit meinem Traktor die Straße ab. Ja, alles gut, ich mache jetzt zu. Hallo. Moin, was ist denn hier los? Warum hast du denn die Feuerwehr hier stehen? Hä? Siehst du das schwarze etwas, was da hinten steht? Ja, ich sehe auch, dass sie am Löschen sind und dass sie hier stehen, aber hä? Ja, ich weiß nicht wieso, aber ich stehe jetzt ohne Auto da. Oh no. Ja, das ist natürlich jetzt Ja. Kacke, ne? Also, Wie, was hatte ich gesagt letztens wegen meinem Auto, dass das Probleme macht? ja, hattest du ja. Da stand natürlich die Feuerwehr hier und ja, ich habe die zwar auch angerufen und aber ja gut, das ist natürlich jetzt mies ohne Auto. Ich hoffe, du kriegst jetzt auch was von der Versicherung wieder oder musst halt unsere Bank anfragen, ne? Wie das Ich hatte aussieht. schon wegen Versicherung gefragt. Aber Und ja. Moin Matthias, was ist denn los hier? ich glaube, sein Auto ist abgeraucht. Ah, Ja. ärgerlich, ärgerlich. Hast du nicht neulich noch gesagt, dass da irgendwie was kaputt ist? Ja, Ja, das ist bitte. natürlich jetzt sad. Ja. Ja, gut, die Feuerwehrleute sind wohl schon weg, der Brand ist wohl gelöscht. Ich würde sagen, ich fahre das Auto mal auf Seite, oder? Ja, die haben ja irgendwie ihr Fahrzeug vergessen hier. Ja, das geht, also. Huch, da war der falsche Knopf. Ich wollte ja eigentlich nur hupen. Aber, ja, man merkt, dass es halt ein älteres Auto ist von denen, ne? Also nicht mehr so der neueste. Ja, wir haben bloß den einen hier. Ja, leider. Ja, also ich fahre mal gerade hier hinten rüber oder so. Hoppala. Oh Gott, ein Auto ohne Servo. So. Ich löse mal die Straßensperre, ne? Ja, kannst du schon mal wegmachen. Ja. So, packen wir den mal hier und dann passt das. So. Ja, gut, den kannst du natürlich das auf den Müll hauen, ne? Ja. Ich wollte ja eigentlich bei dir jetzt gleich vorbeikommen und den hier schieben. Ah. Ich hatte mir ja schon, weil ich mein Auto ja wegbringen wollte, ich habe mir jetzt so vor kurzem jetzt einen LKW gekauft. Und der Ja, ist auch schon da. ich habe gehört, der hat auch neue LKWs irgendwie reinbekommen und sowas, ne? Habe ich das auch mitbekommen? Irgendwie MAN und so ein paar Sachen. Weiß ich gar Ja, nicht. der hat ein paar, der hatte, ich glaube, ein oder zwei M1s hat der jetzt neu gekriegt. Aber ich habe mir halt was halt für mein Verhältnis entsprechend besorgt, weil ich es haben wollte.
Aber ich bin Ja. begeistert. Der Tag fängt schon wieder gut an. Ja, Ja. gut. Was willst du machen, ne? Ja. Gut, so, pass auf. Ich fahre mal mit unserem Töpfer hier runter und dann komme ich dann gleich gerade mit dem Schneeschieber noch hier gerade durch. Und dann schieben wir den gerade mal auf Ja, Seite. ich habe ja gerade meine. Beziehungsweise, ich guck mal gerade beim Händler, der hatte doch hier diese Abschleppvorrichtung letztens gehabt, oder? Ja. Ich gucke jetzt mal gerade, wo er die hat. Ja. Also ich habe mir jetzt auch da hinten, mein LKW ist jetzt auch schon da, mein Tieflader. Ich habe mir ja Tieflader gekauft, nur mein anderer Auflieger ist noch nicht da. Also ich habe jetzt erstmal das gekriegt. Okay. Ja, weißt du was? Ich hol die uns mal. Ich hoffe, das funktioniert auch hier an unseren anderen. Wahrscheinlich das Standardbergungszeil sein. Ich hoffe, das funktioniert so. Beziehungsweise ich versuche jetzt mal, dass wir den hier mit dem hier wegkriegen. Ich guck jetzt mal. Sonst stehe ich ja noch da. So. Hast du das Seil auch schon gekauft? Ja, Ach das ja. Seil habe ich schon. So, mal gucken. War das denn hingelegt? Ich hab schon. Nimmst du das mit? Ich habe das andere auf dem Tiefgarer. Ja, ich muss sogar den Triggerpunkt finden hier. An So. den gelben Dinger. Ja, das habe ich vergessen aufzumachen. Oh, gerade hier. Ding hinten auf. Mal hier reinmachen. Dann ziehen wir den mal gerade rüber. Hoffen wir, dass das funktioniert. Ich habe noch nicht mit dem Seil gearbeitet, also versprechen kann ich dir nichts, ne? Okay. Dass man hier reingehen würde. Na, passt schon. Fahren wir mal gucken. Machen wir hier eine kleine Bergungsaktion. Diese Autofahrer hier. Die sind gerade zusammengefahren. Sheriff? Ja, ich muss gleich gucken. Wir haben jetzt erstmal Abschleppdienst hier. Ja. Hui. So. Eieieiei. Hoffentlich funktioniert das. So. Jetzt muss ich mal gucken. Also ich glaube, ich brauchte nur eine Platte, wenn ich das so richtig gelesen habe. Ja. Und ich weiß so, wie es geht. Also, alles gut. Ich hab die Anleitung gelesen. Das muss ich mal. So, und den hier muss ich dann an. Warte, Hä? warte, 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 Wenn ich warte. jetzt lege, ist das Seil erstmal verschwunden. Dann wissen wir, wo es liegt. So. Ich hoffe, das geht auch an ihm hier. Warte kurz. Ja, Seil, Sally. Ja. Entschuldigung. Olaf. Sally Ja. Olaf Gröber. Würdest du vielleicht gerade mal den Streuer holen und hier mal gerade freistreuen? Ja. Weil irgendwie finde ich das Seil nicht mehr. Passt das oder? Okay. Warte. Vielleicht, dass er hier mal gerade ein bisschen Salz streut, dann können wir hier vielleicht ein Seil halt finden, weißt du? Ist irgendwo hier in dem Bereich liegen. So, hau mal an, das Ding. Ah, noch mal zurück. Wo ist es denn? Ah, ist okay. Perfekt. Aber nicht auf Lunge nehmen das Salz, ne? Ja. Ist kein Essenssalz, ne? Ich weiß. Aber ich glaube, ich brauche auch so ein Ding, gell? Kann das sein? Kann aber auch sein, dass du es nicht an deinen Jeep hängen kannst.
Ich komme mit dem Traktor. Nein. Ja, versuchen wir mal so. Warte kurz, nicht anhängen. Wenn du hier reinkommst. Die Möhre will nicht weg, hä? Fest. Das Ding ist dahinter, das Seil geht mir aus dem Weg, das hängt im Weg. Festgebrannt. So, ist das Seil auf Seite. Ah, kann eigentlich nicht sein. Weißt du, warte, ich hole mir nochmal so eine Platte. Gerade beim Händler. Vielleicht kann man mit zwei machen. Ja, versuch's mal hinten an der Anhängerkupplung vom Auto. Hab ich schon, ging nicht. Aber noch so ein Seil? Ich versuch mal. Ja, warte, ich habe es mal gerade noch mal gelesen. Also ich glaube, bei dir kann man die so direkt anhängen hier. Nee. Du musst es angehängt haben am Dings hier, warte. Ach so. Mach doch so fest. Sieht doch gut aus. Ja, das fehlt ja so sonst nicht. Warte mal. Ich versuche Das mich mal. Problem ist, ich kann meinen rechten Stick nicht nehmen. Ich kann es nicht rotieren. Ja. Wie, du kannst deinen rechten Stick nicht nehmen. Warum nicht? Ich weiß nicht, du musst es rotieren, dass es gerade steht. Vorsicht. Und dann musst du es mit dem Spanngurt festmachen. So. Jetzt habe ich es fest. Er nimmt es nicht, gell? Nee. Vorsicht, Matthias. Ist er dran jetzt? Ja, das ist. Aber hier kann man jetzt auch nichts machen. Das ist doch gar nicht fest. Oh, hast du auch Ich mit drei habe Mann? eine andere Idee. Ich habe eine andere Idee. Warte mal. Das ist natürlich ziemlich buggy. Oder braucht man ein anderes Seil wie das schwarze? Ich weiß es nicht. Nee, das sind die gleichen. Warte mal, wenn wir den hinten anhängen. Nein, das ist ja egal. Du musst ja, dafür sind ja hier die Spanngurte da, dass du es überall dran klemmen kannst. Aber Aber irgendwie. es muss Nee, nee, halt. nee, 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 nee. Sally, das muss schon bei dir dran. Das Moment. muss schon bei dem, das muss schon am Auto dran. Ja. Weil auf dem Seil sind auch zwei Pfeile drauf. Der Pfeil muss in die Richtung zeigen vom ziehenden Fahrzeug. Okay. So. Wir gucken jetzt mal vielleicht, dass wir von hinten machen. Wir haben heute halt mal eine Bergefolge. Ist hier hinten. Du kannst es auch nicht drehen, oder? Siehst du doch, so kann es passen. Weil der Pfeil muss auch weg vom Fahrzeug zeigen, ja? So, und jetzt Spanngurte. Das ist schon dran. Seil. Jetzt laufen wir alle übers Seil und ich finde es nicht mehr. Da, Sally hat's. So, der Ich da. hab's auch gerade. So, der muss hier. Ja, der muss da dran. Ja, dann gehen wir mit auf Seite. Hast du? Hast du es da? Ist er dran? Nee. Nee, geht nicht. Hm? Warte, lass mal los. Ich gucke jetzt noch mal. Warte, wenn ich noch das andere. Nicht so rum.
Und er muss ja irgendwie versuchen, sich damit ja zu verbinden, oder? Eigentlich schon. So, das ist der, der hingeht. Ich habe links mal so hin, wie es gerade war, dass der Pfeil vom Fahrzeug wegzeigt. Nicht bei mir, da vor das Auto liegen, Mensch. Ja, warte. So. Ich muss das auch noch irgendwie drehen. Ich glaube, da wäre die Bergungskette einfacher gewesen, oder? Und das hier ist echt tricky. Junk. Du musst auch mal gucken, dass das Seil da gerade vorliegt. Leg das mal gerade davor. Zwischen Hecker und Anhänger. Ja, und Auto. So dass der Pfeil zum Trecker zeigt. So. Jetzt dreht sich das Ding schon wieder, gell? Ne, er lässt es nicht zu. Hast du es legst mal auf den Boden jetzt. Jetzt genauso fallen lassen. Gut. Oder muss man das vielleicht... Ne, so geht's nicht. Da gab es doch auch noch ein anderes Bergungsseil. Ja, ich weiß nicht, ob wir es haben. Ansonsten müssen wir den halt wirklich wegschieben, ne? Also. Dann haben wir leider keine Wahl. Um Schrott kommt der ja sowieso, hast du gesagt, ne? Ja, der kommt weg. Dann versuchen wir das Wenn mal. nicht, Nee. warte mal. Aber er lässt ja gar nichts zu. Wir versuchen das jetzt mal gerade hier, wo ein bisschen frei ist, dass man das hier verbinden kann zusammen. So. Ich miet mal das andere. Wo haben wir denn jetzt das Seil? Ja, keine Ahnung, liegt da auf dem Stuhl. Entweder ist ja blöd, bei dir nicht da lache ich aber geschoben laut ist. und herzlich, wenn es an Seil liegt. Das wäre es jetzt. Ich weiß, dass es hier irgendwo liegt. Aber wo ist halt die Frage, ne? Da ist gut. So, das jetzt mal. Der lässt mich das auch hier nicht dran machen, ne? Also. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht da mal noch Empfehlung an den Modder, vielleicht, dass er auch mal einen Tipp gibt oder so, wie das genau dran geht. Es gibt ja ein Video, es gibt da ja ein Video zu, wie es gemacht wird. Aber irgendwie macht das ja gar nicht, ne? Egal wie man es jetzt liegen hat. Hä? Also. Da ist sein Auto. Wieder fallen gelassen. Naja, also ich schon mal den großen unten. Ja, switche ich hier durch. So. Ich komme jetzt mal mit dem Schieber, dann müssen wir das Auto halt irgendwie da drauf schieben. Brauchen wir nicht, ich habe einen Stecker mit Frontlader. Jawohl, da könnten wir. Aber entsorgt mal die Seile bitte. Ja, machen wir direkt. Machen wir direkt. Weil wir merken, die Seile funktionieren nicht. Wenn ihr wisst, wie es funktioniert, schreibt es gerne uns in die Kommentare. Aber wie gesagt, wir haben halt echt keinen Plan, wie wir diese Seile jetzt nutzen. Hä? Hier liegt immer noch ein Seil. Das kann ich aber nicht abgeben mehr. Ich auch nicht mehr. Hä? Ja, läuft. Das ist natürlich sehr kurios. Aber ihr Lieben, so wie es sein soll, würde ich sagen, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Weil unsere Folge ist schon beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War mal heute was anderes. Ich sag. Bis dahin. Tschüssikowski, bis bald ins Game. Hast du das Seil noch in der Hand? Das musst du Nein. so wegbringen. So, Tschüssikowski.